Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobots. Im letzten Part haben wir mit hier Kirbys 3D Arena angefangen und haben die auch schon abgeschlossen. Es ging ziemlich schnell. Und heute soll es jetzt weitergehen mit Kirbys Teamjagd. Doch vorher noch kurz eine Sache. Ihr könnt sehen, dass ich mittlerweile 77% Fortschritt hier bei Datei 1 habe. Obwohl ich ja am Ende des letzten Parts, ich glaube, nur 75% hatte. Das liegt eben daran, dass ihr auch rechts unten hier sehen könnt bei den Stickern, dass ich da mittlerweile auch einen Stern habe. Denn ich habe jetzt eben mittlerweile einige Sticker gefarmt und habe jetzt mittlerweile halt alle 200 Sticker des Spiels bekommen. War eigentlich ziemlich einfach. Die kann man ziemlich einfach und schnell hier bekommen, finde ich. Und deswegen, ihr könnt hier sehen, ich habe mittlerweile alle Sticker des Spiels. Ich werde, glaube ich, am Ende des Projekts einfach nochmal durch alle, glaube ich, hindurch. Durchgehen nochmal, dass ihr nochmal eben alle Sticker sehen könnt, wie sie heißen und aus welchem Spiel sie ursprünglich stammen. Das ist dann, glaube ich, keine verkehrte Idee, aber jetzt erstmal nicht, aber halt am Ende des Let's Plays werde ich das dann wahrscheinlich nochmal machen. Okay, aber jetzt, wie gesagt, heute sollte es erstmal um den nächsten neuen Modus gehen, nämlich hier um Kirbys Teamjagd. Wir starten noch gleich mal. So. Yeah, Kirby's Team, ja, genau. Haben wir jetzt einmal Team-Mission oder auch Drahtlos-Mission. Genau, das ist jetzt eben auch ein Multiplayer-Modus. Den kann man auch lokal mit Freunden spielen. Ich meine sogar, aber ich gehe mal kurz auf Drahtlos-Mission drauf. Ich meine sogar, dass es sogar reicht, wenn nur einer das Spiel hat, oder? Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Eine Gruppe erstellen kann ich halt machen, genau, und da können halt andere Leute mir joinen. Und wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nur einer das Spiel braucht, also ob man, also da bin ich mir wie gesagt nicht ganz sicher, ob das ausreicht. Wenn eben einer das Spiel hat und die anderen, ja, ich sollte abbrechen, wenn eben nur einer das Spiel hat und die anderen nicht, können über das Homebrew Download-Spiel beitreten. Ja, nee, genau, steht da nochmal. Spieler ohne eigene Version der Software können über das Homebrew Download-Spiel beitreten. Genau, genau so ist es. Das heißt, man kann es eben auch spielen zu viert halt, wenn halt drei andere Leute noch ein 3DS haben und nur ihr selber habt das Spiel, das wird dann auch funktionieren. Wahrscheinlich hat es dann Einschränkungen, dass dann die anderen drei Spieler ohne Spiel nur bestimmte Fähigkeiten benutzen können, also halt nicht alle oder irgendwie so, keine Ahnung, aber kann man auf jeden Fall so auch machen. Einen wirklichen Online-Modus mit anderen Leuten aus der ganzen Welt gibt es offenbar hier nicht, aber man kann es dafür auch mit Computern einfach, glaube ich, spielen. Halt dann, das ist halt quasi der Singleplayer, wo dann eben der Rest aufgefüllt wird mit CPUs und so werde ich es auch machen. So, Team-Mission, genau. So dürfte es dann, glaube ich, gleich funktionieren. Stählerner Krieger Schwertkoloss haben wir jetzt hier. Schwierigkeit 1 von 5 Sternen, Mission 1. Kämpfe an der Seite deines Teams, besieg zusammen den stählernen Krieger im Walde. Okay, dann machen wir auch damit die erste Mission, ja. Und ich darf vier verschiedene Fähigkeiten wählen. Entweder Schwert, Hammer, Beam oder halt, ja, Doktor ist es wahrscheinlich, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ob jetzt der Heiler, ist das jetzt eine andere Fähigkeit sogar? Kann sogar sein, dass es das andere Fähigkeiten sind. Weiß ich gar nicht genau. Wir können auch sehen, dass es auch ein Level-System gibt. So ein bisschen RPG-mäßig auch. Also Erfahrungspunkte gibt es auch. Wir können auch sehen, hier Kraft, Angriff, Heilung und Koop-Meteor oder so kann man hier auch bestimmen. Und dann auch vielleicht das Skillen oder so. Was bei Steuerung? BB gedrückt halten ist Kreisel. Okay, das ist jetzt beim Beam. Ja, nee, okay, das sind ganz andere Fähigkeiten tatsächlich. Das ist sehr interessant. Das Schwert hat wieder Milliardenfähigkeiten. Aber das dürften eigentlich hauptsächlich dieselben sein, oder? Sturmschwert nach einem Schwert. Ja, ich glaube, es sind einigermaßen dieselben. Aber die anderen hatten, glaube ich, auch teilweise andere. Ich nehme jetzt mal. Oder, ja, ich will da mal jedes, ja, einmal nehmen. Ich will jetzt erstmal das Schwert. Ich werde das aber da mal durchwechseln auch. Keine Sorge. So, ich habe aufbrechen drücken, du kannst auch die Rollen deiner einzelnen Spieler ändern. Bist du bereit, kannst du aufbrechen. Ja, ich habe jetzt ja. Okay, ich habe nur einen Mitspieler. Ich habe jetzt gar nicht drei Mitspieler noch. Ich habe nur einen. Und der ist ein Magier. Ja, dann lasse ich das einfach mal so. Ist in Ordnung. Und ich starte einfach mal. Okay, ich bin jetzt gespannt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das ablaufen wird eben. Ritter-Spezialtechnik. Halte B gedrückt, um deinen Rundumschlag aufzuladen. Habe ich nicht mehr lesen können. Schwertkoloss ist erschienen. Fertig. Los! Okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, was es die ganzen Moves sind. Ich will auch hier, wenn es geht, wieder alle Moves zeigen. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Schwertschlag, B nach einem Schwertschlag, also Combo habe ich auch. B gedrückt halten und dann loslassen ist der Rundumschlag. Dann Tornado B gedrückt halten. Ja, das ist alles identisch erstmal der Anfang. Hier die erste Seite. Glaube ich, wie auch schon. Hier gedrückt halten kann ich, um dann. Was verwendet Zeitbeam? Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kannst du aufladen und dann eben eine Wirbelattacke machen oder auch nach oben dann drücken, um hier so einen Tornado-Hit zu machen. Das ist eben schon ganz genau so. Ich habe keine Ahnung, was der Typ da alles macht. Werden wir dann gleich noch genauer austesten. Ja, also ich glaube, die meisten Attacken hier vom Schwert sind auch wirklich genau dieselben, wie eben auch schon Schwert Kirby selber auch hat. Wo sehe ich irgendwo eine Lebensanzeige von dem Gegner? Ich weiß nicht genau. Wir können eben auch wieder Schaden immer sehen, den ich dem Gegner machen kann hier, was auch ganz cool ist. So, ich will auch die anderen Fähigkeiten aber trotzdem noch kurz auschecken. Sport und B, Sport und B in der Luft. Ist Wirbelklinge. Was ist das hier? Das ist so, ja, das ist glaube ich auch genau so. So, und ich wurde fit gefüttert. Ja, vielen Dank, Kollege. So, einfach nur in der Luft ist hier sowas. Ja, habe ich auch schon gerade gesehen, genau. Dann Hieb und Stoß und dann nach unten B in der Luft. Die Kopfattacke. Ja, genau. Das ist auch eine Attacke, die wir, glaube ich, nicht sogar, glaube ich, euch noch gar nicht gezeigt habe. Das ist dann, da kann er einfach Kirby noch sein Schwert so nach unten halten, glaube ich. Was gibt es noch? Alles unten B in der Luft, oben B Aufwärtsschlag und dann nur unten B, habe ich gerade schon gemacht. Oben B gedrückt halten, dann loslassen und B, LR Heldenschild und Y Leben gefallen im Spieler. Okay, wiederbeleben kann ich ihn auch.
und oben gedrückt halten und loslassen und dann B, da kann ich eben einen Himmelstrahl aufladen und nach vorne schießen. Ja, okay, also mit dem Schwert sind wirklich die ganzen Attacken sehr, 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 sehr ähnlich wie auch schon im eigentlichen Hauptstory-Modus. Ja, ich werde aber immer getroffen. Steintafel Nummer 1 ist erschienen. Was heißt das jetzt? Da können wir jetzt so, ja, jetzt können wir so eine Ultra-Attacke machen. In der Mitte anhalten, okay. Moment. Oh, das war schlecht. Ja, gut, aber naja. Nicht ganz so. Ja, ich werde es dann hoffentlich beim nächsten Mal besser machen. Yeah! 1602 Schaden, sehr cool. Koop Meteor verursacht großen Schaden. Jetzt können wir noch schön draufhauen auf ihn. Aber warum sehe ich eigentlich keine Lebensanzeige? Keine Ahnung. Und er ist sogar noch kurz betäubt. Da können wir jetzt auch noch währenddessen schön viel Schaden dem Kollegen hier reindrücken. Bam, er hält die Uhr noch an, mein Kollege, danke. Jetzt können wir noch mehr draufhauen, wow. Da können wir jetzt richtig abgehen gegen den. Da ist der Gegner überwunden, okay. Also es wird immer oben angezeigt, wie viel Leben. Also es wird nicht direkt angezeigt, aber es wird halt kurz gesagt, wie viel Leben er noch hat. Und der leuchtet auch rot. Und er ist tot, okay. Yeah, gewonnen! Cool! Okay, war jetzt dann natürlich noch nicht ganz optimal, ich weiß. Wir schauen mal, wie ich mich geschlagen habe. Okay, das ist einmal, ja, 1307 Erfahrung, nur eine Goldmedaille, aber es gibt bestimmt auch hier wieder noch Platin, denke ich mal, neuer Rekord. Und ich habe auch nicht flotter Abschluss geschafft, deswegen werde ich dann die Mission gleich nochmal spielen. Ich werde es ja auch genauso machen, erstmal Erfahrungspunkte genau, und werden erstmal Level aufsteigen. Yeah! Sehr cool. Kann ich jetzt mich skillen oder wird es automatisch geskillt? Es wird automatisch. Kraft um 11 gestiegen, okay. Angriff um 14. Ja, das ist echt cool gemacht, finde ich. Okay, aber Heilung und Koop-Meter, Meteor dafür gar nicht. Okay, gut. Ich werde es auch hier, wie gesagt, genauso machen, wie ja schon bei Kirby's 3D Arena, dass ich jede Mission zweimal spielen will. Und wenn ich es beim zweiten Mal noch nicht geschafft habe, da eben dann halt den bestmöglichsten Rang zu bekommen, das andere Zeug, dann werde ich es danach schneiden und offscreen machen. Okay, deswegen jetzt gleich nochmal. Ich will, glaube ich, sogar kurz nochmal das Schwert nehmen und dann erste Mission 2 nochmal eine andere Fähigkeit. Den zweiten lasse ich mal auf Magier, weil das hat mir echt ganz gut gefallen, was der da so alles gemacht hat. Der hat zwar nicht so mega viel angegriffen, natürlich, wie ich. Drücke L oder R, um deinen Heldenschild zu aktivieren. Schütze deine Partner innerhalb seiner Barriere, okay. Das muss ich auch noch gleich austesten. Auf jeden Fall, also mein Partner hat, wie gesagt, nicht so viel angegriffen, aber tolle andere Effekte hervorgebracht. So, L und R kann ich, da kann ich so ein Schild machen, das auch eine ziemlich große Reichweite sogar hat, tatsächlich. Und damit kann ich eben auch meinen Kollegen dann auch ein bisschen schützen darin, okay. Aber wir machen schon deutlich mehr Schaden, wie wir hier sehen können, als normalerweise. Das ist ziemlich gut auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Attacke, die ich hier mache, am besten ist, aber ich denke mal, dass die schon einigermaßen gut sein dürfte. Okay, jetzt haben wir schon die erste Phase im okay, jetzt ist er wütend, genau. Erste Phase schon geschafft, das habe ich vorhin gar nicht gemerkt. Also ist er vorhin auch wütend geworden? Wahrscheinlich schon, aber habe ich gar nicht mitbekommen, gerade eben, muss ich zugeben. So, aber hier ein bisschen draufhauen. Ich nehme jetzt zwar währenddessen ein bisschen Schaden, aber ist hoffentlich okay. So, ich habe mein Ding aufgesammelt. Jetzt muss mein Kollege das auch nur noch aufsammeln. Aber ja, da steht er leider im Weg, der Typ. Das wäre jetzt ganz cool, wenn wir wieder den Koop-Meteor natürlich machen könnten. Und ja, sammelt halt einen, komm schon. Nein, du Idiot, du bist im Weg. Mein Kollege kann das jetzt nicht einsammeln. Und ich habe es jetzt auch verloren? Ich habe es immer noch. Aber mein Kollege kann es nicht einsammeln, weil du im Weg bist. Jetzt können wir leider den coolen Koop-Meteor nicht machen. Aber er wird eh schon gleich sterben. Ja, dann brauchen wir ihn offenbar. Nee, er ist eh schon tot. Haben wir jetzt hier gar nicht gebraucht. Interessant. Auch gut. So, das war jetzt ziemlich schnell, finde ich. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt vielleicht Platin war. Ich wurde natürlich trotzdem noch häufig getroffen. Ich weiß genau, wie wichtig das ist, wie häufig man getroffen wird. Das war immer noch kein Platin, okay. Und was, das war immer noch kein flotter Abschluss? Was, das war immer noch zu langsam? Ernsthaft? Okay. Das ist ja blöd. Ja, okay. Wir kriegen aber wieder 1400 Erfahrungspunkte. Und ich steige eben wieder mal auf und bekomme natürlich noch mehr Erfahrungspunkte. Oder halt noch ein weiteres Level. Und jetzt noch stärkere Werte. Mein Angriff dürfte vor allem wieder steigen, hoffe ich mal. Genau. Und damit dürfen wir eben jetzt dann... Okay, meine Kraft ist gestiegen, mein Angriff aber nicht. Wo ist der Unterschied zwischen Kraft und Angriff? Hm, keine Ahnung. Und die Koop-Meteor-Kraft ist auch nochmal gestiegen. Ja gut, alles klar. Pausbackig um 2 Punkte gestiegen. Toll, oder? Was? Pausbackigkeit? Okay. ja, dann werde ich das jetzt nochmal kurz offscreen machen, den Kampf. Und werde hoffentlich es dann gleich schaffen, dass ich dort Platin bekomme. Also dann, bis gleich. Yeah, Koop-Meteor. Wieder nicht ganz perfekt, aber exzellent zumindest. Und es dürfte jetzt einiges an Schaden reindrücken. Bam, 2500, sehr schön, okay. Gut, und er ist schon gestorben sogar. Yeah! Okay, dann hoffen wir mal, dass jetzt das wenigstens Platin war. Oder halt zumindest flotter Abschluss, also eins von beiden wäre mal ganz cool. Oder halt beides auf einmal wäre natürlich noch besser. Nee, immer noch nicht. Es ist immer noch kein flotter Abschluss. Was? Okay, ich meine, ich kann natürlich auch einfach warten, bis ich einfach genügend Erfahrungspunkte habe, bis ich halt Level 10 bin oder so, das Maximum habe. Und dann kann ich einfach den Typen nochmal probieren. Aber ist das wirklich so sinnvoll? Ich weiß nicht genau. Ja, ich brauche halt jetzt auch viele Erfahrungspunkte, um aufzusteigen natürlich.
Ja, dann. Ja, vielleicht ist es doch klüger, wenn wir einfach mal erstmal versuchen, die Missionen der Reihe nachzumachen. Und wenn ich dann irgendwann später versuche, das ganze Rest noch, den Rest noch zu bekommen, wie Flotter Abschluss oder halt die Platin-Medaille, dann werden wir es erstmal gemeinsam weitermachen. Na gut. Zähme die eisige Bestie, die im Mondlicht die Ufer des Sees unsicher macht. Dr. Eisbär, den kenne ich auch aus früheren Kirby-Spielen. In Kirby's Adventure kam der nämlich, glaube ich, auch schon vor als Boss, ne? Bin ich mir relativ sicher. Oder halt allgemein in vielen früheren Kirby-Spielen kam der, glaube ich, schon vor. Okay. Dann nehme ich jetzt mal den Schwerthammer, würde ich sagen, und gehe mal damit ein bisschen ab. Ich habe wieder einen Mitspieler und will ich den. Ich lasse mal den wieder bei Magier, würde ich sagen. Und wir starten auch hier gleich mal. Jupp. Halte oben und B gedrückt, um deinen Feuerzorn aufzuladen. Es gibt drei verschiedene Ladungsstufen. Ja, der dürfte, glaube ich, sehr, sehr viel Schaden machen, der Feuerzorn. Denke ich mal, da ist Dr. Eisbär. Hallöchen. So, mal schauen, ob der so ähnlich angreift wie auch schon früher, weil dann weiß ich es vielleicht sogar noch ein bisschen. Ich will aber hier wieder die Moves gucken. Das sind gar nicht mal so viele. Sputen und B in der Luft. Ne, war ich für die erste Seite. Erstmal B und oben B loslassen. Feuerzorn. Sputen und B Hammerkreisel und B in der Luft Riesensprung. Erstmal, ja, erstmal standardmäßig hier. Also erstmal draufhauen. Ein Schlag macht 209 Schaden. Was zum Teufel? Okay, das ist sehr viel. Das hier ist der Hammer. Wow, warte, das macht mega viel Schaden, ey. Das ist der Hammerwirbel auf jeden Fall. Genau während dem Spurten eben B drücken. Ich bewege mich zwar. Okay, ich bin mega langsam mit dem Ding übrigens. Fällt mir gerade auf, ich bin total langsam. Ich kann mich gar nicht schnell bewegen, weil das Ding so schwer ist, okay. Dann der Feuerzorn kann ich auch aufladen. Und ich wurde aber getroffen. Verdammt nochmal. Nochmal. Achso, okay, jetzt wird er wieder wütend. Moment. Und lass dich halt mal treffen, Mann, Dr. Eisbär. Ich will nur noch was testen. Ich will nur gucken, wie viel Schaden der Feuerzorn macht, wenn ich den voll aufgeladen habe. Moment. Ah, oh mein Gott, 1100 Schaden, was zum Teufel. Okay, das ist ziemlich heftig. Oben B loslassen, ja genau, B in der Luft habe ich auch schon gemacht. Sputen und B in der Luft ist Gigantenschwung. Das will ich auch noch kurz testen. Ja gut, das halt, da dreht das halt wieder schneller, ja genau, kennen wir auch schon. Mal wieder hier Koop-Meteor. So, ich will es mal im Perfekt haben, verdammt nochmal. Ja, fast. Aber ich war besser auf als mein Kollege. Mein Kollege hatte nur 300. Naja, wie viel Schaden macht es? Ja, 2100, okay, kann sich sehen lassen. Yeah, cool. So, und was gibt es noch? Unten und B in der Luft und Y neben einem gefallenen Spieler. Okay, Wiederbelebung gibt es offenbar einfach immer, denke ich mal. Hammerzwirbel gibt es aber eben auch noch. Kann ich noch hier sowas machen? Und da auch wahrscheinlich dem ziemlich viel Schaden reindrücken. Okay, jetzt aber wieder Feuerzorn mal kurz machen. Voll aufladen. Bam! Okay, aber ich muss gar nicht voll aufladen, weil wenn ich nur kurz auflade, dann macht es ja auch schon bestimmt einiges an Schaden bei dem Kollegen hier. Und ist dann bestimmt auch. Ja, komm schon. Ist dann bestimmt auch keine verkehrte Idee. Also einfach nur kurz, dann sind es immer noch 700, was natürlich auch immer noch extrem viel ist. Also so ist nicht, ne? Also. Und normalerweise während dem Aufladen kann ich ja auch schon Schaden machen, ne? Wenn ich einfach neben ihm stehe und das Ding auflade, kann es, glaube ich, auch schon Schaden machen. Okay. Das war jetzt nicht wirklich gut, ich weiß, aber ist natürlich immer auch ein Problem, wenn ich halt eine neue Fähigkeit habe, will ich halt auch erstmal die ganzen Attacken ausprobieren von dem Hammer hier. Und das waren schon ziemlich coole Attacken, aber ich glaube, ich mag sogar das Schwert lieber, weil es eben ein bisschen schneller ist und deswegen finde ich es, glaube ich, auch besser. Okay. So, Boss-K.O. Ja gut, Boss-K.O. kriegen wir natürlich immer logischerweise. Flotter Abschluss habe ich wieder nicht bekommen und auch keine Platin-Medaille. Aber dann werde ich jetzt das erstmal sein lassen und erstmal versuchen, auf Level 10 zu kommen oder so. Und dann das Ganze nochmal zu probieren und dann dürfte es machbar sein. Okay. Level 4 erreicht, ja, ist ja schön. Sind erstmal wieder ein paar Power-Ups. Kraft wird gesteigert, ja. Und der Angriff auch, cool. Dann die Heilung aber nicht und Koop-Meteor erstmal auch nicht. Okay, passt aber. Okay, dann. Okay, 3 und 4 sind gleichzeitig verfügbar. Ja, ist in Ordnung. Und hier haben wir Urzeitbaum Wispywurz, okay. Dein Ruhm wächst und ein Freund hat sich dir angeschlossen. Ach so, okay, wenn mein Ruhm wächst, dann schließen sich auch mehr Freunde mir an. Und da kann ich natürlich auch mehr Schaden machen und Gegner einfacher besiegen. Ja, okay, alles klar. Dann, ja, Mission 3 gegen Wispywurz und diesmal der klassische Wispywurz. Und hier nehme ich jetzt mal den Heiler. Das war wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so eine kluge Idee, aber ich mache das jetzt einfach mal. Mal gucken. Ich möchte dann ganz gerne aber, dass der ist Krieger, genau. Ich möchte dann ganz gerne, dass du kein Magier bist, weil ich ja schon. Ich meine, Heiler und Magier ist ja ähnlich wahrscheinlich. Dann sollst du auch einfach ein Schwertkämpfer sein. Genau, Ritter und Krieger haben wir jetzt hier und ich bin der Heiler und sorge dafür, dass es den beiden immer gut geht. Okay, mal gucken, wie mir das gelingen wird. Aber Heiler mag ich normalerweise nicht so gerne. Mal Heiler-Spezialtechnik, halte B gedrückt, um deine Heilungszone aufzuladen. Es gibt drei verschiedene Ladungsstufen. Okay, also in RPGs ist natürlich Heiler extrem wichtig, aber ich spiele ungern Heiler, weil das langweilig ist. Ich hab's viel lieber, wenn ich einfach Action habe. Aber Heiler sind trotzdem extrem wichtig, ist mir schon klar. So. Was haben wir hier alles? Einige Fähigkeiten. Ja, okay. Und zwar B loslassen, Sprungjuwel. B gedrückt halten und dann loslassen ist die Heilungszone. Unten B lange gedrückt halten und dann loslassen ist das Labor. Okay, Labor normal. Okay, das Labor ist ganz normal offenbar. Und habe ich jetzt das hier. Okay, also das Labor, das kenne ich ja schon. Das ist nichts Neues hier. Sagen wir hier Feuer gegen Wispywurz. Okay, sehr schön. Dann erstmal einfach nur B. Ist. Ich sehe aber nichts. Ist, okay, einfach nur, wir sind auch Pillen, die ich nach vorne werfen kann, wenn man so will. Oder kann ich damit nur heilen? Ne, ich kann nur Schaden machen, genau. Dann B gedrückt halten und loslassen ist die Heilungszone. Das ist. Benja schafft Heilungszone. Okay, wenn die Leute da drin stehen von mir, werden die da wahrscheinlich geheilt oder sowas, will ich mal vermuten.
Okay, genau, okay, so ist es. Aber kann ich da auch selber reinlaufen? Geht es auch? Warte mal. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen wegen der Nahrung von nochmal. Ich lasse mich jetzt mal kurz treffen. Ich muss es hier wieder viel rumexperimentieren. Also ich wurde getroffen. Dann in die Heilungszone will ich selber. Wispy, lass mich in Ruhe. Okay, ich werde da auch selber geheilt. Cool. Ich nehme aber auch extrem viel Schaden übrigens. Ja, ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich soll mich echt eher ein bisschen zurückhalten. Und nein, ich bin in Gefahr. Hilfe. Ich muss mich selber wieder heilen. Nein, du blödes Viech. Ich sterb gleich. Nein, Wispy Wutz! Hilfe, heil mich bitte. Ja, aber das heilt dann nicht viel. Blocken kann ich auch, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie ich mich noch weiter oder besser heilen kann. Oben B ist Aerosol. Ja, was ist das? Okay, das ist genauso wie vom Doktor. Sputen und B in der Luft ist Verbandswickel. Das kennen wir auch schon. Das ist auch vom Doktor, genau. Dann Sputen und B in der Luft gedrückt halten ist Juwelier. Das kennen wir auch schon. Okay, also er wirft hier keine Pillen nach vorne, sondern Juweliere oder Juwelen, wie scheint. Ja, genau, hier nämlich, genau. Das ist ja ganz cool eigentlich zum Angreifen auch. Dann noch Sputen und B ist der Bücherhieb. Ja, das kennen wir auch. Und Y neben gefallenen Spieler ist halt die Wiederbelebung. Okay, also, ja, das ist gar nicht mal so easy dann hier, tatsächlich. Heilungszone. B gedrückt halten und dann loslassen, ja. Ja, meine Gegner sind jetzt, meine Mitspieler sind jetzt begraben unter Wispy, ne? Ja, okay. Das ist gar nicht mal so nett hier, der Kampf gegen Wispy Wutz, glaube ich. Und fit gefüttert. Wie kann man denn einen anderen fit füttern? Wie geht das? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber na gut, ich mein, ein bisschen angreifen kann ich als Heiler natürlich schon auch. Das ist ja auch ganz cool. Ein bisschen angreifen kann ich schon. Scheiße, so ist nicht, aber hauptsächlich soll ich halt wirklich mich drauf konzentrieren zu heilen, glaube ich. Okay. So, wieder Meteorangriff. Moment. Ah Mann, irgendwie bin ich da immer schlechter, aber meine Kollegen sind auch nicht wirklich besser. Ich will jetzt aber einmal dann auch ein Perfekt bekommen. Das kann nicht so schwierig sein. So, wie viel Schaden macht das? 2700, aber da wir ja zu dritt waren, auch wenn keiner von uns so mega gut war, aber hat schon einiges von Schaden reingedrückt. Okay, was ist denn meine effektivste Methode zum Angreifen? Wahrscheinlich schon das hier, oder? Das ist ja auch mit dem Doktor ganz cool, wenn ich das hier immer mache und hier so in ihn reindrücken kann. Sehr schön. Und mein Typi hier mit dem Hammer hat auch gerade viel Schaden gemacht. Wenn noch mal kurz in die Heilungszone ist, also ist auf jeden Fall schon wichtig, dass man einen Doktor dabei hat, also halt einen Heiler, wie gesagt, ist ja in RPGs auch nicht verkehrt, immer einen dabei zu haben. Aber ich selber bin halt ungern einer, weil ich halt lieber Action habe. Yeah! Und damit haben wir auch Wispy Wutz besiegt. Oh, wie süß. Tut mir ja fast ein bisschen leid. So. Haben wir jetzt auch mal den Doktor gesehen oder halt den Heiler. Ich glaube, ich habe auch alle Attacken und alle Fähigkeiten von ihm eingesetzt. Aber ich werde ihn jetzt dann, glaube ich, in Zukunft nicht mehr benutzen. Ich habe jetzt nur einmal benutzt, dass wir. Oh, Silber sogar nur, wow. Ich habe jetzt nur einmal benutzt, dass wir ihn mal sehen können, aber werde ich in Zukunft nicht mehr machen, weil ich habe lieber Action, also lieber Schwert oder Hammer. Aber was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist der Magietyp, weil das ist dann vielleicht schon eher wieder mein Fall, mit ein bisschen Magiezeug anzugreifen. Das wird, glaube ich, auch ganz cool werden. Mal gucken. Das ist Level 5 erstmal. Und die Kraft steigt, ja. Und der Koop-Meteor steigt wieder. Cool. Und Entschlossenheit um 2 Punkte gestiegen. Toll, oder? Yay, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur random Texte, die nichts zu bedeuten haben. Glaube ich mal. Okay. So. Dann noch die vierte Mission. Und zwar diesmal gegen Pyrosch. Ein Riesenfeuerfrosch. Schnell. Versohle ihm den Popo, bevor er wieder in die Flammen hüpft. Okay, dann versohle ich ihm den Popo. Der hat diesmal 4 Sterne. Wie viele haben wir jetzt gehabt? Der hat 1, 2, 3, 4. Okay, es wird immer mehr. Es gibt auch offenbar nur 5 Missionen. Oder vielleicht gibt es 6 Missionen oder so. Mal gucken. Also auch nicht mega viele gibt es hier. Gut, Magiebeam will ich eben auch noch kurz testen und danach werde ich aber dann wahrscheinlich immer beim Heldenschwert bleiben, weil das mir, glaube ich, echt am liebsten. Weil ich mein Schwerthammer macht zwar mega viel Schaden, aber der ist mir fast ein bisschen zu langsam. Und Heldenschwert macht auch sehr viel Schaden, aber ist halt zusätzlich auch verdammt schnell und viel, viel schneller halt als der Hammer. Okay. So, ich bin Magier und will ich einen Heiler dabei haben? Ich weiß nicht, vielleicht will ich bei 3 Leuten jetzt gar nicht unbedingt einen Heiler dabei haben. Weil ich mein, Magier kann ja auch. Ich glaube, ich kann nicht meine Leute jetzt heilen oder sowas, aber ich kann ja auch die Statuswerte verändern oder sowas von meinen Leuten oder auch vom Gegner oder so. Deswegen, ich mache jetzt erstmal ohne den Heiler. Das wird hoffentlich kein Fehler sein. So, Magier, Spezialtechnik, halte B gedrückt, um mit dem Zeitbeam Zeit anzuhalten. Es gibt 3 verschiedene Aufladestufen oder sowas. Hallöchen, Pyrosch ist erschienen. Okay, wieder kurz, fertig. Los, kurz gucken. Aber genau, es sind diesmal gar nicht mal viele. So, B ist der Peitschenbeam, B gedrückt halten, dann los, das ist der Zeitbeam. Dann Sputen und B Kreiselbeam, Sputen und B in der Luft Sturzbeam und Y. Okay, das sind alles genau dieselben Attacken wie beim Beam, außer halt der Zeitbeam natürlich. B gedrückt halten und dann loslassen. Okay, ja, das ist aber auch dasselbe quasi. Ich muss halt nur an die Gegner treffen und kann dann eben die Zeit aber verlangsamen für ihn. Und bam. Und jetzt ist genau, jetzt bewegt es sich dann eben langsamer für kurze Zeit. Nicht wirklich für lange, aber für kurze Zeit bewegt es sich dann eben langsamer. Das ist auch auf jeden Fall ganz cool. Kann ich es noch weiter aufladen eigentlich? Nee, aber ich kann es noch weiter aufladen sogar. Ich bleib mal hier stehen. Ich hoffe, du willst mich nicht attackieren. Komm mal einfach nur nach vorne wieder. Ja, scheiße. Ja, das ist aber schwierig, das so lange aufzuladen. Und dann auch noch darauf zu hoffen, dass der dann hier im Vordergrund bleibt und dann genau
Hör mal auf, Mann, ich will doch nur, ich will das noch. Okay, ich habe aber getroffen, okay. Und dann kann er offenbar ziemlich lange auf jeden Fall halt kurz stehen bleiben oder halt ist seine Zeit für ihn angehalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn diese Uhr da vollgelaufen ist. Will ich auch mal kurz testen, was dann passiert. Der haut ja. Was macht denn der eigentlich alles? Der haut einfach immer wieder in den Hintergrund ab, der Arsch. Das gefällt mir gar nicht. Ja, mit dem ist, glaube ich, auch nicht zu spaßen, mit diesem Pyrosch hier. Das gefällt mir gar nicht. Mann, ich will das nur mal ausprobieren, das ist doch unfair. Ich will es echt mal noch ausprobieren, was passiert, wenn ich halt das voll aufgeladen habe. Okay, jetzt wird er wütend und... Moment. Bah, na, jetzt ist er wieder abgehauen. Oh, ist das nervig, dass er... Was zum Teufel? Dass er immer wieder abhaut, das ist echt nervig. Was machst du da hinten, Kollege? Was zum... Okay. Hilfe. In die Mitte bitte, ja. Oh Gott, der macht mir Angst, der Typ hier, der macht mir wirklich Angst. So, und... Ah, das war jetzt nur die mittlere Stufe, leider, aber ist trotzdem in Ordnung, passt schon. Ich will jetzt, wie gesagt, einmal testen, was passiert, wenn die Uhr voll aufgeladen ist, weil irgendwas Cooles passiert dann bestimmt. Ich will es aber mal kurz ausprobieren. Und nimm das hier, das war jetzt nur kurz, ja, aber trotzdem passt schon. Oh, ja, natürlich. Natürlich, du Typ. Was fällt dir eigentlich ein, du Arsch? Nimm das hier, nochmal Zeitbeam. Okay, und gleich haben wir die Uhr aber voll. Und danach werde ich dann auch andere Angriffe machen, wie zum Beispiel den hier. Weil der ist im Angriff natürlich ein bisschen effektiver, würde ich mal sagen. Hilfe. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ja. Was zum... Da fällt der in der Mitte runter natürlich und tötet mich einfach mal instant. Aber jetzt ist er auch benommen. Okay, danke, die haben mich wieder geheilt, meine Kollegen. Sehr freundlich von euch. So, jetzt kurz Zeitbeam wieder einsetzen. Zack, immer noch nicht ganz voll. Jetzt aber. Okay, und jetzt ist er ewig lang betäubt. Und jetzt können wir sogar einen Meteorangriff machen. Okay, ziemlich cool. Moment. Ja, das ist schon besser, aber immer noch nicht ganz perfekt natürlich. So, aber meine anderen Kollegen waren auch ziemlich gut, deswegen... Das dürfte jetzt ziemlich guten Schaden machen gegen ihn. 4599, wow. Richtig cool, sehr schön. So, wieder jetzt hier Zeit machen, ist es wieder von vorne? Es ist wieder von vorne, okay. Also ich muss wirklich schaffen, dass ich die Uhr vollfülle, aber dann ist er offenbar auch wirklich ziemlich lange betäubt. Aber das Problem ist halt, dass es ziemlich lange dauert, das mal zu schaffen. Deswegen ist der Beam-Typ vielleicht wirklich gar nicht mal dann doch so gut, ehrlich gesagt. Also da ist mir dann wirklich schwer, am liebsten würde ich mal sagen. Tatsächlich, okay. Na gut. Und weg mit dir. So. Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch nur Silber oder so. Das war jetzt auch nicht wirklich gut, muss ich zugeben. Aber, naja, was soll's. Ihr habt nur Silber. Naja. Und flotter Abschluss natürlich auch wieder nicht. War jetzt sehr, sehr langsam. Aber ist ja auch kein Problem. Mit so wenig Erfahrungspunkten wird es auch nicht einfach werden. Vor allem, weil ich auch eine neue Fähigkeit hatte, die ich erst ausprobieren wollte. Und eine, die ich gar nicht mal so mega gut finde. Also da finde ich wirklich, wie gesagt, Schwert bisher am besten, würde ich sagen. Okay. Ist auch kein Level-Up leider. Na gut. Dann geht's auch gleich weiter. Würde ich sagen, mit der fünften Mission. Mission 5 ist jetzt freigeschaltet. Bist du bereit für deinen letzten Kampf? Für deinen letzten Kampf, okay. Es wäre aber rechts unten noch Platz für noch einen weiteren. Naja. Dein Ruhm wächst und dein Freund hat sich dir angeschlossen. Dein Team ist jetzt komplett. Okay, cool. So, und hier haben wir jetzt Landia. Dunkle Wolken liegen über allen Gipfeln. Bist du bereit, die vierköpfige Harpie hier zu bekämpfen? Ja, das bin ich. So, und diesmal möchte ich wieder der Heldenschwert-Typi sein. Und ich will aber, dass alles schön durchgemixt ist. Ich will also, genau, ich will von allem, glaube ich, eines dabei haben. Ich will einen Heiler dabei haben, einen Krieger, einen Magier und ich bin eben der Ritter. Ich glaube, das ist wirklich so keine verkehrte Idee, dass wir da schön viel Abwechslung haben, dass wir eben geheilt werden können von dem Typen, dass ich halt so der Ausgeglichenste eigentlich bin. Der kann halt, der ist halt nur für die Power da, hat halt dafür keine gute Verteidigung und der hier kann halt eben noch die Zeit verlangsamen für den Gegner, wenn er es denn schafft. Okay, dann starten wir mal. Halte B gedrückt, um deinen Rundumschlag aufzuladen. Es gibt drei verschiedene Ladungsstufen, genau. Das weiß ich ja schon. Okay. Landia ist erschienen. Hallöchen. Es kann übrigens sein, dass hier alle Bosse wieder mal irgendwelche Bosse aus anderen Kirby-Spielen sind. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, natürlich. Kann mir gut vorstellen, dass es so ist, weil, wie gesagt, Dr. Eisbert kann ich ja auch schon. Der ist eben auch aus anderen Kirby-Spielen, vor allem aus früheren kenne ich den eben. Und vielleicht sind alle Bosse hier irgendwelche Bosse aus irgendwelchen anderen Kirby-Spielen. Habe ich keine Ahnung. Leider. Weil mein Kirby-Wissen ja noch nicht so groß ist. Ja, okay. So, und Heilungszone erschaffen, hat der eine Typ und der sieht aber ganz gut aus bisher. Wir haben schon einiges an Schaden reindrücken können, also hauptsächlich ich, die anderen machen nicht so viel, ehrlich gesagt. Muss ich leider auszugeben, aber er macht uns auch sehr viel Schaden, der Typ. Das ist gar nicht mal so cool, muss ich zugeben. Okay, also offenbar ist es so, ich glaube das mit dem Essen hier, das funktioniert sogar tatsächlich ähnlich wie auch schon, ich sollte aufpassen. Das funktioniert tatsächlich auch schon, oh Gott. Ähnlich wie in Kirby und die wundersame Spiegelwelt, weil da war es nämlich auch so, dass da ja auch andere Kirbys mit einem rumgelaufen sind. Und immer wenn einer von denen Nahrung gefunden hat, konnte der irgendwie einen anderen, naja, küssen oder so. Und dann wurde der andere auch gehalten. Ich glaube, hier ist es ähnlich, dass wenn einer, ja, ich bin in Gefahr. Dass wenn einer, ja, wir brauchen noch mehr von den Tafeln. Wenn einer halt etwas zum Essen findet,
Wenn einer etwas. Oh Gott. Wenn einer etwas zum Essen findet, dann ist es eben so, dass der, wenn der andere berührt, dass der dann auch heilen kann. Okay, wir brauchen das noch. Okay, wir haben es voll. Sehr schön. So, jetzt bitte alle gut anstellen. Ich will mich jetzt auch mal gut anstellen. Ja, wieder nicht ganz perfekt. Leider, ich habe noch kein einziges Mal perfekt geschafft. Ne? Aber alle haben wir exzellent. Sehr gut. Das dürfte jetzt auch ziemlich viel Schaden reindrücken. Ja, 6702. Sehr cool. Yeah, großen Schaden. Okay, cool. Und wir können wieder schön drauf, weil er wieder benommen ist. Okay. Und noch weiter die Zeit verlangsamen. Genau. Noch ein bisschen, Kollege. Ja, mach nochmal. Bam. Und Zeit verlangsamen. Okay, cool. Jetzt können wir sogar noch mehr draufhauen, während hier die Zeit für ihn verlangsamt ist. Ja, das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Jetzt können wir ihn wahrscheinlich sogar töten. Ohne, dass er nochmal angreifen darf, denke ich mal. Da ist der Gegner überwunden. Ja, genau. Soll noch ein bisschen angreifen. Und, er ist tot. Okay. Yeah, gewonnen. Cool, sehr schön, freut mich. So, und das war, es war sogar Gold, aber mehr leider nicht. Und auch wieder kein flotter Abschluss, aber kein Problem, wenn ich dann Level 10 bin, werde ich das einfach nochmal machen und dann dürfte ich es ganz gut schaffen, hoffe ich mal, dass ich hier auch eine Platin-Medaille bekomme. Okay, so waren das wirklich alle. Erstmal 3000 Erfahrungspunkte, sehr cool. Level 6, sehr schön. Und das wird alles erhöht. Es wird die Kraft wieder mal erhöht, sehr schön. Dann der Angriff auch, cool. Und das war's. Gut, dann weiter. Was ist jetzt wirklich? Oder kommt noch was? Ah, wusste ich doch. Genau, es kommt. Ja, da war noch Platz nämlich. Richtig. Mission X ist jetzt freigeschaltet. Wirst du auch im allerletzten Kampf siegen können. Okay, das ist gegen Landia X. Das hat wie viele Sterne? 7. Okay, 7 Sterne von 5. Mhm. Die vierköpfige Harpie ist herabgestiegen. Es wird ernst. Nur du kannst sie noch stoppen. Okay. ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mal so einfach wird, das überhaupt zu schaffen. Will ich das noch in dem Part machen? Das kann ich vielleicht sogar noch schnell in diesem Part machen. Dann werde ich vielleicht einfach bis zum nächsten Mal offscreen schon den ganzen Rest geholt haben. Das muss ich ja gar nicht mehr mit euch gemeinsam eigentlich sogar machen, oder? Ich meine, wie ich halt die Mission nochmal spiele und halt ein paar Level farme, muss ich vielleicht gar nicht mit euch gemeinsam machen, oder? Aber das will ich noch machen auf jeden Fall. Wird der Part wieder ein bisschen länger, aber ist in Ordnung. So, ich will wieder schwertypisch sein, genau, und meine anderen sind wieder genauso wie gerade eben. Aber hier muss ich jetzt echt aufpassen, weil hier kann es jetzt, glaube ich, leicht passieren. Ja, genau. Hier kann es eben leicht passieren, dass wir, glaube ich, die Mission einfach gar nicht schaffen, weil der jetzt zu stark ist. Bei 7 Sterne ist schon einiges. Also der würde jetzt sehr viel aushalten und uns mega viel Schaden machen, glaube ich. Und ob das jetzt klug ist, gegen den hier auf Level 6 zu kämpfen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Ach du Scheiße, ja, der sieht böse aus. Fertig, ich weiß nicht. Und los, okay. Ich kann noch einiges an Schaden hier machen, aber eher... Na Gott, ja, oh mein Gott, der macht mir... Mit einem Angriff zieht er mir einfach mal fast die Hälfte meiner Leben ab. Was zum Teufel? Okay, nein, aufpassen. Oh Gott, ey, ja, das wird, das wird nicht einfach werden, gegen den hier zu bestehen, glaube ich. Das wird sehr schwierig sogar werden. Der Luftangriff macht auch ziemlich viel Schaden. Mann, ey, scheiße. Ja, Heilungszone, geh mal rein da, okay. Ich komme hier um viel heilen Hilfe. Ich muss, glaube ich, ich sollte häufiger wirklich den hier jetzt den Blockenangriff benutzen. Ich habe das ja im Story-Modus nie gemacht, aber ich glaube jetzt hier bei den Extra-Modi, halt hier zum Beispiel, oder auch vor allem bei der Arena zum Beispiel, na scheiße. Vor allem bei der Arena dann zum Beispiel, sollte ich wirklich häufiger auch mal darauf setzen, dass ich mal blocke oder ausweiche. Heil mal, hier. Na komm, heil doch, okay. Nein, jetzt bin ich in Gefahr. Da soll ich aber wirklich häufiger mal drauf setzen, nach auszuweichen und sowas und zu blocken, weil ansonsten habe ich ja, glaube ich, wenig Chancen. Oh mein Gott. Ja, wir haben gerade jetzt alle überhaupt keine Leben mehr. So ungefähr. Das ist nicht gut. Aber er wird schon böse, er wird schon böse. Okay. Er ist wütend, genau. Jetzt mal am besten kurz wegbleiben von ihm, weil jetzt können wir ihm gerade keinen Schaden machen. Währenddessen eine Heilungszone wieder. Aber man kann die Heilungszone auch noch weiter aufladen irgendwie. Ach, scheiße. Vielleicht sogar schon, weil ich habe das als Doktor nämlich nie geschafft, aber gerade eben haben wir sehen können, dass... Ja, der ist ja mega fies, der Angriff. Aber gerade eben haben wir halt sehen können, dass die Heilungszone viel größer war und auch viel mehr geheilt hat, glaube ich, oder? Also offenbar... Na, scheiße. Jetzt bin ich tot. Offenbar kann man die Heilungszone auch aufladen. Ja, sogar zwei von unseren Leuten sind gestorben. Hilf mir mal bitte wieder. Danke. Okay, und ich krieg die Hälfte meiner Leben wieder zurück, immerhin. Ja. Aber, ja, oh man, hier ist viel zu viel los. Da hat man doch überhaupt keinen Überblick mehr. Hier ist doch, da checkt man doch gar nichts mehr. So, belebt mal wieder. Yay, okay, er ist wieder belebt. Ja, da checkt man echt überhaupt nichts mehr. Das ist viel zu, okay, weg hier. Da ist viel zu viel los einfach nur, das ist echt schlimm. So, jetzt machen die, ja, jetzt gehen die so im Kreis durch die Gegend. Lol. Hilfe. Okay, aber erstmal Meteorangriff. Oh mein Gott, das ist viel zu viel los, hey, wirklich. Na also, geht doch. Yay, perfekt, perfekt, perfekt. Versager. Der eine hat einen Exzellent. Schäm dich. Okay.
Bam, 11.200 Schaden. Oh mein Gott. Okay, und sie sind wir benommen. Jetzt richtig schön draufhauen. Vielleicht können wir sogar sie jetzt schon dann gleich umbringen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ohne dass sie eben wieder aufstehen können. Haben wir gerade eben auch geschafft. Und vielleicht können wir es jetzt auch so schaffen sogar. Heilungszone ist er wieder. Nee, aber diesmal nicht leider. Jetzt hat er doch eine Scheiße zu viel ausgehalten. Ja, lol. Mach halt noch. Was zum. Mach halt noch mehr Schaden, oder? Ja, der eine ist wieder tot, der eine Mitspieler. Ja, aber wird schon geholfen. Okay, Banane ist auch hier. Ich halte mal. Genau. Nimm das hier. Okay, ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Wenn einer von denen eben eine, also zum Beispiel ich eben eine Nahrung nimmt, muss man sofort zu den anderen am besten gehen. Und dann die auch heilen durch Küssen oder so halt. Keine Ahnung. Okay, und er ist besiegt. Puh, das war nicht einfach, muss ich zugeben. Das war nicht einfach. Tschüss. Yeah! Ja, das war natürlich nicht mal ansatzweise Platin und Gold auch nicht wahrscheinlich. Ihr habt nur Silber, aber habe ich schon erwartet. Natürlich auch kein flotter Abschluss, aber ist in Ordnung. Das, wie gesagt, damit habe ich schon gerechnet. So, kriegen wir nochmal ein Level ab vielleicht? Wir kriegen erstmal 3000 Erfahrungspunkte nochmal. Alle Missionen abgeschlossen, yay! Aber noch nicht gut genug. Ich will auf jeden Fall das eben dann noch offscreen weitermachen. Das werde ich jetzt aber, wie gesagt, nicht mehr euch zeigen, weil wie ich die Level einfach nochmal spiele und halt jetzt mit höherem Level dann die Bosse schneller besiege und besser, das werde ich, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr unbedingt zeigen, oder? Weil ich habe jetzt jede Mission einmal gezeigt und das halt muss man halt nochmal mit höherem Level dann machen und halt ein bisschen besser und schneller. Aber ich meine, der Schaden ist ja offenbar egal. Wie viel Schaden ich nehme, das geht doch nicht in die Wertung ein. Oder vielleicht gibt es Bonuspunkte, wenn ich gar keinen Schaden nehme. Das kann sein, keine Ahnung. Was wir jetzt nochmal ganz kurz machen können, der Part ist eh schon ein bisschen länger, ja. Was wir nochmal ganz kurz machen können, dass wir jetzt nochmal kurz den ersten Boss besiegen und nochmal schauen, dass wir jetzt hier Platin bekommen. Das dürften wir jetzt schaffen, weil jetzt habe ich Level 6, das ist zwar immer noch nicht das Maximum, aber ist schon deutlich mehr als damals. Und ich habe eben noch drei weitere Kollegen, die mir noch helfen können. Und jetzt dürfen wir es, glaube ich, ziemlich locker schaffen. Gegen den Typen jetzt dann gleich auf jeden Fall schon eine Platin-Medaille gleich im ersten Versuch jetzt dann eben zu bekommen hier. Und auch den flotten Abschluss. Das dürfen wir jetzt normalerweise schaffen. Und das kann ich jetzt nochmal kurz zeigen. So. Okay, dann das hier. Erst machen wir dem Typen echt sehr viel Schaden. Der hat auch nicht viel Leben, der Typ, im Vergleich zu den anderen, natürlich. So. Ja, jetzt wird er schon sauer, nämlich, genau. Also ja, das geht auf jeden Fall hier deutlich schneller und einfacher. Ist ja auch klar. So. Jetzt wieder draufhauen, okay. Und wahrscheinlich werden wir auch gar nicht mehr dazu kommen, unseren Meteorangriff zu machen, weil er eh schon davor einfach sterben wird. So. Okay, aber jetzt eine Tafel ist da. Ne, jetzt sind sogar alle Tafeln schon hier. Okay, aber da kommen wir nicht mehr hin, weil die jetzt da rechts von ihm sind da eingeengt. Aber er wird eh schon gleich sterben. Wie gesagt, wir brauchen den Meteorangriff gar nicht mehr und weg mit dir. Okay, das war einfach. So. War das jetzt Platin und schnell genug endlich mal? Wir gucken mal. Ich bin gespannt. So. Ja, Platin und flotter Abschluss. Sehr cool, okay. Neuer Rekord, yay, sehr cool. Okay, weiter. Ja, genau, und das werde ich jetzt dann eben noch ein paar Erfahrungspunkte, genau. Ja, nicht nur ein paar, es waren sogar schon nicht wenige. 1800, Level 7. Okay, können wir noch kurz sehen, was wir jetzt da noch alles erhöhen können. Okay, Kraft um 10 und Koop Meteor um 20. Und die Fluffigkeit um 3 Punkte gestiegen. Toll, oder? Ja, das sind nur random Texte, die nichts zu bedeuten haben. Okay. Und wie gesagt, den Rest werde ich jetzt, glaube ich, wirklich einfach offscreen machen, weil das ist ja jetzt nicht mehr so spannend. Ich habe jetzt jede Mission eben, wie gesagt, einmal gezeigt. Und jetzt muss ich halt noch ein paar, ja, vielleicht ein paar Erfahrungspunkte halt farmen. Vielleicht will ich einfach nochmal hier die Mission X häufiger mal spielen, dass ich hier noch ein paar Erfahrungspunkte eben bekommen kann gegen den Typen. Dann noch höhere Level aufsteigen werde, auch jetzt mit 4 Leuten. Und ich dann eben halt einfacher auch in den anderen Missionen noch überall eine Platin-Medaille bekommen kann. Das sollte, glaube ich, alles schon ganz gut machbar sein und muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Also bis zum nächsten Mal oder bis zum übernächsten Mal vielleicht auch erst oder erst irgendwann mal, keine Ahnung. Ich werde es euch dann auf jeden Fall zeigen, wenn ich es geschafft habe. Werde ich hier bei der Teammission oder bei der Teamjagd, bei Kirby's Teamjagd eben dann nochmal überall eine Platin-Medaille nachgeholt haben. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich euch das dann kurz zeigen. Aber die ganze Mission jetzt nochmal zu spielen, das muss ich ja nicht unbedingt machen, oder? Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht so mega spannend. Wir haben jetzt sogar auch einen Stern bekommen, obwohl es noch gar nicht komplett ist, interessanterweise. Jetzt haben wir 81%. Das würde mich auch interessieren, wenn ich da jetzt überall eine Platin-Medaille bekomme, ob das dann sogar noch mehr Prozente werden, ob ich dann auf 82 oder 83 oder so erhöhen kann. Ja, auch ganz interessant. Aber wie gesagt, das werde ich dann irgendwann offscreen machen. Und wenn ich es gemacht habe, werde ich euch das erzählen. Aber nochmal zeigen muss ich es ja, denke ich mal, nicht. Habe ich ja halt schon häufig genug gesagt. Okay. Dann würde ich also sagen, Leute, was ist erstmal für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobots? Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird mit entweder Altraum Meta Knights Rückkehr oder der Arena. Ich hab immer noch nicht nachgeschaut oder mich immer noch nicht informiert, was jetzt hier Altraum Meta Knights Rückkehr ist. Das werde ich jetzt dann bis zum nächsten Mal aber mal gemacht haben müssen, dass ich mal Bescheid weiß, was denn mit dem Modus so genau auf sich hat. Bei der Arena kann ich es mir wie
wie gesagt schon denken, das werde ich nicht nachgucken, das ist halt ein Boss-Rush, nehme ich mal an. Und dementsprechend werde ich dann entscheiden, was wir beim nächsten Mal machen werden. Also entweder Albtraum Meta Knights Rückkehr oder halt die Arena. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.